Natürlich, Sir. So, Rommel kann ja schön heilen. Das heißt, solange die Infanterie angeschossen wird, soll mir das noch recht sein. Und dann fange ich mal mit dem Gebäude hier an. Die sind ja zum Glück alle markiert, alle Gebäude, die wir zerstören müssen. So. Und weiter. Und da hagelt es Granaten. Ah, ist das nicht schön. So, jetzt beobachten wir euch mal, wie ihr das so schafft auf dem Weg. Ja, ihr kümmert euch um das hier, wenn es überhaupt klappt. Oh Gott, wir haben ja kaum Flugzeuge hier. Du schaffst es. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Du machst, auf was schießt du, auf was bombst du? Auf die Panzerfabrik. Ja, Sir. Das ist jetzt die Mobilisierung der letzten Kräfte. Wir werden angegriffen. Na komm, ihr könnt auch da hinten helfen. Kein Problem. Woche. Ja, weil die Flugzeuge jetzt alle hier landen, glaube ich mal. Klar, macht auch irgendwo Sinn. Kommt mal alle darüber. Sehr lange landen sie aber nicht mehr hier. Kommt mir gerade so in den Sinn. Macht mal hier. Habt ihr es? Sehr schön. Dann geht's weiter im Text. Weiter im Reiter. Wir werden angegriffen. Gehen wir. Weiter mit Hauptmann Reiter. Wir werden angegriffen. Oh, nee. Hauptmann Vorhaut, ziehen Sie sich auf der Stelle zurück. Der Witz wird nie alt. Ich finde den klasse. Hallo, wir haben hier sogar noch ein paar Flugzeuge stehen. Das ist klasse. Regenerieren die sich langsam oder so? Das wäre so toll. Aber ich glaub's kaum, oder? In diesen Maschinen sind unsere Elite Fallschirmspringer. Über der englischen Küste werden sie abspringen. Okay, alles klar. Alles klar, wir haben sogar noch Verstärkung hier. Oh Mann, die habe ich ja komplett vergessen. Stimmt, es gab ja noch Fallschirmspringer. Wir werden angegriffen. Elite Fallschirmspringer sogar. Was glaubt ihr, wie das abgeht? Haben wir sonst noch irgendwo? Nö. Schade. Gut, dann beobachten wir mal doch die Flugzeuge. Und ja, es gibt es tatsächlich. Es gibt wirklich Transportflugzeuge, in denen man Infanterie reinpacken kann, die dann als Fallschirmspringer runterkommen. Das ist klasse. Ich glaube, die funktionieren ein bisschen anders. Bei denen ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass die jetzt automatisch über der englischen Küste abspringen, oder? Blöder Landepunkt, aber. Fallschirmspringer los! Nee, noch nicht. Fallschirmspringer los! Fallschirmjäger. Irgendwie habe ich das anders in Erinnerung. Okay, ich glaube, ich verwechsle gerade die Spiele. Bei irgendeinem anderen Strategiespiel ging das, dass man dann einen Fallschirmjäger irgendwo hinwählen konnte. Und dann hat man wirklich gesehen, wie die mit dem Fallschirm runtersegeln. Heieiei, sind die stark. Elite-Fallschirmspringer, wir hatten es ja schon. Wir verheizen hier gerade irgendwie alle unsere Leute. Das ist nicht toll. Ihr solltet mal aufhören, hier einfach die Stadt zu zermürben. Die Idee hätte ich auch schon kommen können. Rommel ist richtig tapfer, der geht gleich als erster voraus. Und hier entlang zu kommen ist irgendwie auch blöd. Irgendwie machen wir gerade sehr viele Dummheiten. Oh hey, wir können es uns leisten. Die Fallschirmspringer kommen am besten auch auf direkten Wege, weil die zerstören auch wieder zu viel auf dem Weg. Wir werden angegriffen. So, wie schaut's hier aus? Irgendwas, was schießt auf dem Weg? Ja, eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht, hä? Da ist der blöde Flugzeugträger. Die Enterprise. Ja, nee, ist klar. Alle auf die Enterprise. Mach die Enterprise nieder. Die haben so viele Flugzeuge, das ist doof. Ich habe keine Flakpanzer mehr, das ist das größte Problem. Das ist wirklich das größte Problem. Ich müsste sie ja zerstören. Weil wir brauchen ja keine Flakpanzer mehr. Oh Mann. Jetzt kann ich hoffen, dass das reicht. Nein. Ich brauche euch hier. Ich brauche euch alle hier. Hier. Nein.
Und die werden niedergeschossen. Einer nach dem anderen. Ich würde gerade sagen, die schaffen es wenigstens, aber das wird auch knapp. Wir werden angegriffen. Obwohl der jetzt... Ja. Oh, fuck, ey. Friendly Fire. Ich dachte, wir sind die Deutschen, nicht die Amis. Rommel, komm mal wieder zurück. Wir werden angegriffen. Sehr gut. Ihr schießt da hinten hin. So. Ich frage mich gerade, gegen was die Flammenwerfer... Ja, bestimmt gegen Infanterie, nehme ich mal an, effektiv, aber... Nein, jetzt muss es kommen, oder? Jetzt muss es kommen. So, da wären wir wieder. Beim letzten Autosave. Ist jetzt ein bisschen her, wir haben noch nicht mal das Kapitol. Aber wie gesagt, das ist jetzt wie beim letzten Mal. Wir können einige Fehler beheben vom letzten Mal. Soll heißen, es ist gar nicht mal so verkehrt, wie ich es jetzt mal so finde. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall noch ein paar Jäger und Bomber und so. Oh Gott, jetzt ist schon wieder vorbei. Die Spione haben wir leider schon eingesetzt. Ist leider ein Problem. Aber okay. Jetzt schauen wir erstmal, dass hier sicher ist. Wir kümmern uns mal lieber eins nach dem anderen drum, dass es hier funktioniert. So, dementsprechend werden die jetzt alle mal hier rüber geschickt, dass die hier mal ein bisschen aufräumen. Und wisst ihr was? Warum bin ich eigentlich nicht eher auf die Idee gekommen, dass wir den Flugzeugträger nicht auf dem Seeweg besiegen? Ist doch ein Plan, oder? Finde ich schon. Das sind alles so Sachen, auf die kommt man beim ersten Mal nicht. Die gehen noch alle dahin. Gut, solange wir hier die Flugzeuge noch haben, soll es mir recht sein. Kapitol macht jetzt eigentlich keinen Unterschied, oder? Ich mach trotzdem nochmal eins. Kriegen wir irgendwelche zusätzlichen Ressourcen oder so? Nö, irgendwie nicht. Gut, aber was wir auf jeden Fall mit unseren normalen Truppen kaputt machen... Ja, Sir? Ah, sind noch so markiert, okay. Wir werden angegriffen. Sind hier wieder. Ist wieder diese Belagerungswaffenwerkstatt da oben. Die machen wir so kaputt auf jeden Fall. Der Rest dürfte dann fast mit den Flugzeugen funktionieren, Sir, wenn wir die Schiffe richtig einsetzen. Unser Kurs, Sir? Kurs wird gesetzt. Ihr geht jetzt mal in die Richtung. Hier erster Offizier. Aber auch die Flugzeuge richtig eingesetzt können den Flugzeugträger versenken. Ihr habt gesehen, wie viel Schaden das macht. Rommel, du heilst bitte. Rommel war der beste Heiler damals im Reich. Sehr gut. Jawohl. So. Schaut's hier aus? Wir werden angegriffen. Das sind nur Stacheldraht. Das sind nur Stacheldraht. Ihr habt mich richtig verstanden. Hahaha, an den. Ihr Schweine, ihr seid also diese blöden Pennos, die hier so rumärgern. Warum triffst du so schlecht? So. Besser. Jetzt ist hier Ruhe. Das Zeug, was auf Boden schießt, soll mir egal sein. Das ist ja immer noch die Royal Air Force. Wie viele habt ihr eigentlich an Flugzeugen? Das ist ja unglaublich. Ihr seid blöd. P-L-Ö-T-T. So, unsere Schiffe kommen an. Ich möchte gerne den Flugzeugträger versenken. Das ist mir am wichtigsten. Wir werden angegriffen. Wenn ich meine Schiffe durchschicke. Im Sturm. In einem Volkssturm. Ja, Sir. So. Wenn alles schief geht, verteilen wir einfach die Panzerschreck. Hier erster Offizier. So. Hier oh. Kurs wird gesetzt. Hier erster Offizier. Kurs wird gesetzt. Hoch, 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 hoch. Und das speichern wir auch mal. Das ist mir ein Speicherer wert. Speichern. Und ich dachte schon echt, mit den Abstürzen ist jetzt vielleicht sogar mal Geschichte ausnahmsweise. Es sah so sehr danach aus. Ich war schon regelrecht glücklich. Ja, Sir? Weil die ganze letzte Mission lief ohne Absturz. Unser Kurs, Sir? Scheiße. Wir werden angegriffen. Lass mich raten, wir kommen da gar nicht hin, oder? Hier erster Offizier. Ich will da aber hin. Mann. Wir werden angegriffen. Achtung an Deck. Achtung an Deck. Wir werden angegriffen. Ja, das wird jetzt lustig. Wir haben halt keine... Ah, stimmt, die Fallschirmspringer haben wir noch nicht losgelassen. Die lassen wir mal ein bisschen Flüger los. Über der englischen Küste werden sie abspringen.
Und dann kommen sie... ja... Wo waren wir da? Positiv. Kommt ihr dann hin? Na doch, wir kommen anscheinend hin. Alles klar. Auch wenn es ein weiter Weg ist. Okay, das ist ein Kreuzer. Die brauchen wir nicht so dringend. Obwohl, brauchen wir auch. Das sind Flugzeuge. Ganz viele Flugzeuge. Wir werden angegriffen. Mein Gott, warum muss England so groß sein? Letztes Mal war es so winzig. Das haben wir so schnell umrundet. Jetzt müssen wir ewig fahren. Aber wir sollen eigentlich nur alle Gebäude zerstören. Den Flugzeugträger brauchen wir gar nicht. Aber die Flugzeuge nerven trotzdem. Wir werden angegriffen. Von daher mal gucken, wie wir da rankommen. Wir werden angegriffen. Fertig, Sir. So, ihr geht weiter vor. Wir brauchen gleich die Offensive hier. Hier könnten wir Ressourcen abbauen, aber wir können wir können Flugzeuge bauen. Ja. Wir haben sogar noch einen Spion übrig. Ja, heiliger Wimbern. Haben wir irgendwo noch ein Kapitol zum Einnehmen oder so? Stadtzentrum. Passt. Ressourcen. Her damit. Apropos her damit. Wir können auch Ressourcen abbauen da oben. Das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Flugzeuge bauen. Muss was halber machen, bauen wir einfach noch eine Menge Flugzeuge. Okay. Hier machen wir kurz einen Stopp zum Sammeln. Wir werden angegriffen. Nein. Gerade hier, wo ich mich sammeln will. Dann dauert es noch, bis die Bismarck kommt. Irgendwie zu lange. Fallschirmspringer los! Ah, auf geht's. Wir werden an Fallschirmspringer los! Ja, es passt. Ach du Scheiße, ja, wir werden dich freudig begrüßt. Wunderbar, klasse. Scheißendreck. Komm da hoch, komm da hoch, komm da hoch. Sein, ihr könnt Flugzeuge angreifen, aber das bezweifle ich. Ja, gerade mit U-Booten ist eigentlich blöd, aber hey, es muss schon irgendwie klappen. Ich hoffe, die Kreuzer fangen ein bisschen Feuer ab. So. Jetzt möchte ich nämlich weiter vor. Oh, wir werden auch von den Engländern verfolgt. Das ist doch doof. Wir verlieren bald eine Bismarck. An so eine blöde Fregatte. So. Ihr geht jetzt einfach alle schnurstracks hin und beschädigt den Flugzeugträger so weit, wie es geht. Das ist mir jetzt gerade wichtig. Fertig, Sir. Jawohl. So, ihr bleibt hier und hier machen wir dann gleich noch eine Ressourcenbasis. Haben wir jetzt eigentlich... Einer der Agenten hat erfolgreich ein öffentliches Gebäude vernichtet und die dort gelagerten Ressourcen geplündert. Wunderbar. Nun, bräuchte ich vielleicht doch noch einen Bomber und noch einen Jäger. Und dann lassen wir den Sammelpunkt erstmal und lassen die rein. Nach Abschluss der Primärmission kann das Flugzeug der Luftwaffe noch zur Aufklärung dienen. Sehr gut. Jawohl. Stellen uns mal davor und machen Artilleriebombardement. Das ist auch gut. Ihr kommt auch gleich mit dazu. Fallschirmjäger sind toll. Angegriffen. Nahrungsmittel, Gold. Gold haben wir keins. Sir, jawohl, Sir. Blöd. Wir werden angegriffen. Du wirst dann hier landen, bei diesem Flugfeld ebenfalls da. Ihr werdet jetzt alle dort landen. Von dort aus ist ein viel schönerer Flugweg, glaubt mir. Das ist viel toller. Wir werden angegriffen. Alle hierhin zurück. Wir werden angegriffen. Habe ich jetzt echt alle den Flugzeugträger angreifen lassen? Hatte ich überhaupt Erfolg dabei? Nö, ich habe gar nicht alle den Flugzeugträger angreifen lassen. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Aber wir haben noch eine Bismarck da. Wenn die mal ordentlich draufballert, dann ist alles gut. Und die U-Boote sind auch noch da. Irgendwas schießt da. Irgendwas macht böse Bum-Bum. Ah, du bist es. Na komm, dann machen wir den weg. Wir haben noch die Feuerkraft dazu. Wir haben sogar noch ein paar Fregatten übrig. Oh, stupst euch gegenseitig an. Diese Leute sind Baumeister und Bürokraten, keine Packesel. Die Ressourcen, die sie haben, müssen reichen. Ihr seid doch Schweine. Mann. So viel zu meinem Alternativplan. Aber okay, wird schon funktionieren. Baumeister und Bürokraten.
Trotzdem müssen sie mit anpacken können, wenn's um Notstand geht. Wir wollen den Krieg gewinnen. Schicke ich euch irgendwann die Front. Ihr habt auch ein bisschen Angriffswert. Wenn euch das lieber ist. Na, komm, das kriegt man sogar von hier zerstört, oder? Das Schöne ist, dass die ja im Sichtfeld sind. Die können das tatsächlich sehen. Da können wir voll unsere Artillerie ausspielen. Und wir kriegen echt den Flugzeugträger zerstört. Das ist so klasse. Das heißt, jetzt werden uns die Flugzeuge bald nicht mehr auf den Sack gehen. Was? Wo? Oh, ich dachte schon, ja, mein Flugzeug. Flugfeld zerstört. Flugzelt. Mein Flugzelt. Mein fliegendes Zelt. Okay. Du, dich brauchen wir auch noch, so einen Jäger kann ich schaden. Ein US-Flugzeugträger wurde versenkt. Das Oberkommando belohnt so tollkühne Taten. Jetzt ist der Berater wieder auf unserer Seite, der Sprecher. Und wie belohnt es das? So, Gold wäre nicht schlecht und so. Nee? Keine Lust auf Gold? Alles klar, dann eben nicht. Dann greifen wir hier an. Jetzt haben wir eh keine Flugzeuge mehr zu befürchten. Und jetzt wird es eigentlich mal an der Zeit, dass wir sagen, auf geht's. Das stört mir mal schön die Gebäude da drüben. Können wir da auch so aggressiv Vorrücken machen? Die bestimmt irgendwie gehen. Wir werden angegriffen. So, hier haben wir sogar noch ein paar Fallschirmjäger, die können auch mal mitkommen. Sir, jawohl, Sir. Positiv. Fertig, Sir. Die können ebenfalls mal mit dahinter. Okay. So. Gut, wenn ihr eben Bürokraten seid, dann könnt ihr ein bisschen kämpfen, oder? Dann greift wenigstens ein wenig an. Alle darüber, auch wenn euer Sprit gleich leer ist. Auch blöd. Leer. Na gut, der hat noch ein bisschen was. Mit dem kann ich noch Spaß haben. Ich glaube, das ist sogar... Nee, das ist keiner von hier. Jetzt kommen die von diesem Flugfeld erst. Dich könnte ich vielleicht auch noch hier gebrauchen, auch wenn du wahrscheinlich bis dann... Ja, super. Tut etwas für euer Land. Oh Mann, seid ihr schlecht. Ihr habt nicht einen einzigen überhaupt nur anschießen können. Da sieht man, wozu man Bürokraten gebrauchen kann. Sie können keine Ressourcen abbauen. Sie können keine Gegner angreifen. Wofür haben wir die überhaupt? Meine Güte. Unnützes Pack. Ich weiß, ich bin leicht undankbar. Und? Mach das kaputt, ich möchte das Ding weghaben. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh Gott, ich sehe überall noch Flachs. Ja, Kommandant, Sir, jawohl, Sir. Hier auch noch. Muss auch noch weg. Alle Flachs weg. Wichtig. Und danach kümmern wir uns um die. So, sehr schön. Jetzt ist das soweit gesichert erstmal. Vielleicht kriegt ihr sogar die Fabrik hier angeschossen irgendwie. Ah, okay. Die britische Krone ist nach Kanada geflohen. England ist eine Provinz im größeren deutschen Imperium. Jetzt haben wir es geschafft, oder? Oh, meine Fallschirmjäger. Mit panzerbrechenden Gewehren, oder? Yay, wir haben es geschafft. Wunderbar. Sehr schön. Und ich habe mal auf die Aufnahmezeit geguckt. Ich glaube, das reicht für diese Aufnahme. Von der deutschen Kampagne würden wir, von der russischen Kampagne würden wir dann bloß so die Einleitung sehen und die ersten paar Züge machen und das wär's dann. Deswegen machen wir das gleich das nächste Mal. War jetzt doch länger als gedacht. Okay, alles klar. Ja, das ist halt einfach ein alternativer Kriegsverlauf jetzt. Das ist das erste Mal, dass es sich nicht an geschichtliche Ereignisse richtig hangelt, sondern tatsächlich ein alternatives Ende schafft, in dem Deutschland jetzt so quasi den Krieg gewonnen hat. Und wie gesagt, es wäre auch garantiert so gekommen, wäre England tatsächlich erobert worden. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich soweit fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bei... Oh, jedes Mal. Warum? Jedes Mal muss ich das umändern. Immer saut sich da irgendwas rein. Nächstes Mal beginnen wir mit der russischen Kampagne. Mission 1, das Krokodil. Und wie man schon am Bild erkennen kann, da geht's ein bisschen futuristisch zur Sache. Obwohl wir in der Moderne starten. Also wir starten in den ersten Missionen tatsächlich in der Gegenwart. Und dann geht's weiter in die Zukunft rein. Aber gut, alles klar. Dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen. Und wir machen dann mit
der russischen Kampagne weiter. Bis dahin, bye bye.